Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine neue Blu-ray-Vorstellung. Und zwar habe ich für euch heute einmal Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ja, und ich habe mir hier das Steelbook vorbestellt und bevor wir weitermachen, gibt es hier noch ein kleines Unboxing dazu. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Schauen. So, hier haben wir also das Steelbook aus nächster Nähe. Die Pappbanderole hier ist nicht aufgeklebt, sondern einfach nur so in der Folie mit reingesteckt. Ich drehe das Ganze am besten einmal um. Wir schauen uns das Ganze von hinten an und hier haben wir Ausschnitte aus dem Film und Inhaltsangabe und ein paar technische Informationen. So, das lege ich weg. Und ja, so sieht das Ganze aus. Das Steelbook ist matt gehalten. Es hat ein wirklich sehr scharfes Bild, was ich sehr gut finde. Und alles dunkel gehalten im Hintergrund. Hier der Regenschirm von Umbrella ist in diesen Umbrella-Farben. Hier nochmal der Schriftzug, blutig natürlich und ja, sieht eigentlich ganz cool aus, das Steelbook. Der Spine sieht dann so aus, wir haben hier den Titel drauf und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier die Hauptcharaktere im Film, das ist Claire Redfield, das ist Jill, das ist Chris Redfield, das ist Wesker und das ist Leon. Auch ein sehr schönes Bild hier vor dem Police Department. Finde ich richtig cool. Dann öffnen wir das Ganze und so sieht das dann von innen aus. Wir haben hier die Disc. Und das hat dasselbe Motiv wie das Steelbook. Und hier haben wir den Innendruck. Es ist die Villa, ist schwarz-weiß gehalten. Weil der ganze Film eigentlich dunkel ist, ist es jetzt nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht in Farbe ist. Das passt halt zum Film, ne? Drehen wir das Ganze nochmal um und so sieht das Ganze komplett aufgeklappt aus. Ja, der Film kam am 25.11.2021 in die deutschen Kinos und ist seit dem 24.03.2022 überall auf DVD und Blu-ray erhältlich. Der Film lockte damals über 95.000 Besucher in die deutschen Kinos und spielte in Deutschland über 950.000 Euro ein. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben und geht 106 Minuten. Dann kommen wir zu den Extras hier auf der Blu-ray. Wir hätten hier einmal Replicating the DNA. Dann Cops, Croops and Chaos. Dann haben wir hier Zombies, Lickers and the Horror of Resident Evil. Wir haben hier einen deutschen, englischen DTS HD 5.1 Sound und das war's auch schon. Ja, und kurz zur Geschichte über die Story von Resident Evil braucht man nicht viel sagen. Es geht um die Umbrella Corporation, die ihren Sitz in Raccoon City hat. Quasi alles, was in Raccoon City abläuft, passiert, hergestellt wird. Umbrella Corporation hat was damit zu tun und im Untergrund haben die ihre Labore, wo sie Experimente durchführen und ja, ein Experiment geht schief. Sie entwickeln einen gefährlichen Virus namens der T-Virus, der die Menschen zu Zombies macht. Und als das Virus sich in der Stadt verbreitet hat, zögert Umbrella Corporation nicht lange und riegelt die ganze Stadt ab. Keiner darf rein und keiner darf raus. Und die Stadt soll natürlich zerstört werden, damit das Virus sich nicht weiter verbreitet. In der Stadt sind ein paar Charaktere, teilweise Polizisten und teilweise normale Menschen, die jetzt versuchen, einen Weg hier rauszufinden. Ja, und als angekündigt wurde, dass Resident Evil nochmal neu aufgelegt wird, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Die ersten Bilder waren sehr vielversprechend und die Macher haben uns versprochen, dass dieser Film den Spielen ähnlich ist. Besser als die von Mila Jovovich. Die waren ja zuletzt ja wirklich nicht so der Burner und kamen
irgendwie gar nicht so an die Spiele ran. Und ja, dieser Film soll halt etwas anders sein und sich mehr an die Spiele orientieren. Und ja, ich habe mich wirklich sehr drauf gefreut, bis dann die ersten negativen Berichte über diesen Film kamen. Und da ging es schon los. Ich habe den leider im Kino verpasst, habe den jetzt direkt am Release-Tag zum ersten Mal gesehen und muss sagen, dass ich den Film leider nicht so toll fand, wie ich erhofft habe, weil ich habe mir wirklich, ich hatte wirklich sehr hohe Erwartungen und habe mir konnte die ganzen negativen Kritiken gar nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieser Film schlechter sein soll als die alten Filme mit Mila Jovovich, deswegen ich so, schlechter kann der doch nicht sein. Und ich weiß gar nicht, was die Leute alle haben. Sie schreiben überall, der ist noch schlechter als die von Mila Jovovich. Und ja, ich konnte mir das einfach nicht vorstellen und habe mir gestern angeguckt. Er ging schon, er fing richtig gut an. Ne? Da habe ich schon gedacht, wow, das ist ja richtig geil. Das ist ja so wie im Spiel. Also der Film ist so ein Mix aus Resident Evil 2 und ich glaube Teil 1 vom Spiel. Den ersten Teil habe ich nie gespielt. Das war dann noch nicht zu meiner Zeit. Und ja, aber ich konnte da ein paar Ähnlichkeiten sehen, weil ich viele Let's Plays und so gesehen habe vom ersten Teil. Und ja, das kommt schon so hin. Und ganz besonders fand ich das cool, dass die aus dem zweiten Teil was mit eingebaut haben, wo ich die Sachen wiedererkannt habe. Wo ich die Sachen wiedererkannt habe. Ne? Weil ich habe den zweiten Teil auf der PlayStation 4 gespielt, also das Remake quasi. Und fand das richtig, richtig geil, atmosphärisch. Und die Rätsel und alles war richtig, richtig cool. Und das konnte ich hier in diesem Film wiedererkennen. Fand ich auch richtig gut. Und was ich auch gut fand, war der Soundtrack. Der Soundtrack war sehr, 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 sehr gut. Und das war es eigentlich schon. Also die Story, keine Ahnung, ist irgendwie, da gibt es keine Story. Man weiß gar nicht, was die da alle so machen und was die da vorhaben. Keine Ahnung. Und dann kommen wir zu den Charakteren. Die haben mich wirklich richtig gestört. Ganz besonders Leon. Also ich habe im zweiten Resident Evil Spiel ihn gespielt und habe den dann jetzt im Film gesehen und dachte, was soll das denn? Das ist doch nicht Leon. Die haben den hier richtig zu einer Witzfigur gemacht. Ich konnte gar nicht glauben, was die aus diesem Charakter gemacht haben. Claire Redfield war ganz cool. Chris Redfield war auch in Ordnung. Jill war, naja, hat nicht ganz so gepasst. Eigentlich alle bis auf Chris Redfield haben gar nicht, also die Schauspieler haben gar nicht zu den Charakteren gepasst. Das waren irgendwie, die hatten so gar keine Ähnlichkeit und das hat meiner Meinung nach ein bisschen so die Stimmung zerstört. Und ja, und dann ist auch Wesker dabei. Keine Ahnung, was er für eine Rolle hatte. Und ja, also die Charaktere waren wirklich schrecklich. Also ich wurde mit denen überhaupt nicht warm. Und dann die Effekte. Die Effekte waren ja mal mega schlecht. Für so einen Hollywood-Film sind die Effekte wirklich richtig, richtig schlecht. Da sehen die Effekte in Walking Dead tausendmal besser aus als in diesem Film. Und Walking Dead ist eine Serie und das ist ein Hollywood-Film, der aufwendig produziert ist oder auch nicht, wie man gesehen hat. Richtig schlecht. Die Zombies haben mir auch nicht so wirklich gut gefallen. Hier und da ein paar einzelne sahen schon gut aus, aber der Rest war irgendwie. Und mir fehlten die Zombies in diesem Film. Die kamen mir viel zu selten vor. Und dann haben wir hier diesen Hauptbösewicht, ne, den man da auch, der sich dann so zu einem Monster transformiert. Das war auch irgendwie eine Witzfigur. Das ging alles schnell über die Bühne. Und dann auch die Licker. Ich weiß jetzt nicht, ob sie so heißen, aber ich glaube wohl. Die waren auch irgendwie, in den Spielen sind die wirklich sehr, sehr gruselig und schwer zu besiegen, aber hier ging das alles super schnell und das war's auch schon. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr enttäuscht von diesem Film. Kann ich echt nicht empfehlen an alle Resident Evil Fans. Wenn ihr jetzt nur den Film gucken wollt, um Ähnlichkeiten mit dem Spielen wieder zu erkennen, ist das schon richtig.
Aber sonst ist der Film einfach überflüssig und enttäuschend. Ich habe mir wirklich viel, 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 viel mehr erhofft. Ich habe mich wirklich sehr auf diesen Film gefreut und dann am Ende sowas. Wer jetzt hier gerne so Vergleiche zum Spiel sehen will, dieser Film bietet das. Er bietet außerdem einen tollen Soundtrack und das war's auch schon. Sonst kann man diesen Film wirklich in eine Tonne kloppen, weil er enttäuscht irgendwie komplett und ja, mir fällt einfach nichts zu ein. Ich habe mir wirklich sehr viel erhofft und nach dem Trailer hatte ich wirklich hohe Erwartungen und dann leider die bittere Enttäuschung. Und ich kann schon sagen, er ist sogar ein bisschen schlechter als die alten Resident Evil Filme, weil einfach, ja, vielleicht liegt das einfach nur an die Vorfreude und an die Spannung, die ich hatte, auf diesen Film. Und ja, deswegen fand ich den dann am Ende doch nicht so toll. Ein paar coole Elemente, wie gesagt, hatte er, aber das hat mir jetzt nicht so gereicht, dass ich sagen kann, dieser Film ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil oder ich bin hin und weg. Ne, könnt ihr vergessen. ja, was wollte ich noch sagen? Ja, der Film war ja auch ein Mega-Flop, wie man an die Zahlen sehen kann. Er hatte nur 95.000 Besucher in Deutschland und keiner wollte diesen sehen, aufgrund der schlechten Kritiken, nehme ich an. Weil ich glaube, zu der Zeit, wo der Film in die Kinos kam, hatten die meisten Kinos schon wieder auf. Und bei uns im Kino lief er sogar sehr lange, aber irgendwie hat er keine Zuschauer reingeholt und ich glaube nicht, dass es einen zweiten Teil geben wird, wo die Macher dann ja, das besser machen können. Und ja, wie gesagt, lasst die Finger von diesem Film, kauft euch den nicht zu Release, wartet, bis der irgendwann mal auf Amazon Prime für 99 Cent verfügbar ist, dann schaut euch den an, aber gebt jetzt wirklich nicht so viel Geld dafür aus, weil ich bin echt enttäuscht und bereue den Kauf jetzt von diesem Film. Und ja, ich wünschte, ich hätte gewartet und wäre dann halt nicht so enttäuscht gewesen oder hätte den Kauf jetzt nicht bereut. Ja, wie gesagt, Enttäuschung pur und kann ich euch echt nicht empfehlen, diesen Film. Ja, und dann würde ich sagen, war es das auch schon von meinem Video für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so ist, gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir eure Meinung zum Film in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wer den Film bzw. den Trailer noch nicht gesehen hat, den verlinke ich euch hier in der Infobox. Könnt ihr draufklicken und euch den Trailer anschauen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Filmeschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.